Mitte August wird es wieder soweit sein. Unser Open Air bei uns zu Hause im Zillertal, ganz genau in Strasse im Zillertal. Wir machen natürlich nicht nur Open Air, sondern es soll ja auch ein tolles Rahmenprogramm dazu geben. Es beginnt schon am 18. August zum Beispiel mit einem sehr, sehr gemütlichen und wirklich sehr familiären Begrüßungsabend. So nennen wir das. Begrüßungsabend heißt wirklich im kleinen Rahmen. Da sagen wir zu allen Hallo, da wird richtig die Hand geschüttelt, da wird gemeinsam gefeiert, sozusagen das Open Air eingeleitet. Am Freitag, das steht ganz unter dem Zeichen quasi der Family, große Fanwanderung, da laden wir ein zu uns in den Bergen. Man nennt es Wanderung, es ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ein kleiner Spaziergang, aber trotzdem sehr, sehr gemütlich. Da kann wirklich von der Omi bis zu den Kindern alle mitgehen. Dieses Mal werden wir in unserer ersten Fernregion in Fügen unterwegs sein. Wirklich, wir fahren mit der Bahn nach oben, gehen dann so 20, 25 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde nach unten und dort wird wieder gefeiert. Da spielen wir dann wieder, da haben wir Musik mit dabei, gute Laune. Wirklich, der Freitag steht ganz im Zeichen der Familie. Und dann kommt der große Samstag, unser Open Air, 20. August. Wie immer, Mitte August quasi unser Highlight in diesem Jahr. Auch zu diesem Zeitpunkt wird unsere neue CD auf den Markt kommen. Wir haben viel, viel Neues vorbereitet. Wir haben ja die letzten zwei Jahre auch immer schon etwas veranstaltet. Wir haben in der Corona-Zeit ein Drive-In-Konzert gemacht, sozusagen ein Autokino, riesengroßes Autokino, wo die Leute mit den Autos, mit Traktoren, mit LKWs und sonstigen Sachen gekommen sind, wie auf der Bühne. Und im letzten Jahr hatten wir ein eingeschränktes Open Air und heuer geben wir wieder richtig Vollgas. Mit Feuerwerk, mit tollen Vorprogrammen. Zum Beispiel wird mit dabei sein Markus Wohlfahrt oder Andy Borg. Zum ersten Mal bei uns im Zillertal. Andy Borg, also wer die Berge erleben will, wer das Zillertal erleben will, wer uns Jutzi erleben will und Andy Borg, der ist am 20. August ganz, ganz richtig. Also an diesem Wochenende wird richtig gefeiert. Da geben wir richtig Gas und wir freuen uns wirklich drauf und laden euch jetzt schon alle recht herzlich dazu ein.